Hey du! Ja genau du, dich meine ich! Dieses Video wurde dir aus einem bestimmten Grund geschickt. Die Person, die dir dieses Video geschickt hat, sei es über einen Link oder auf einer CD, USB-Stick, egal. Wenn dieses Video dir von einer bestimmten Person zugestellt wurde, möchte diese Person dir, genau dir, etwas mitteilen. Vielleicht kannst du dir jetzt sogar schon denken, um was es geht. Vielleicht wirst du aber auch gleich total überrascht sein. Und zwar, bevor ich noch lange um den heißen Brei rede, die Person, die dir dieses Video geschickt hat, möchte dir sagen, hey, ich bin homosexuell. Ich bin lesbisch, schwul oder bi. Je nachdem. Ja, das ist natürlich eine schwere Sache, so ein Coming-out. Und deswegen hast du eben erst dieses Video bekommen. Denn es gibt so viele, denen das so schwer fällt, ihre Familie oder ihren Freunden das einfach mitzuteilen. Weil wirklich viele große Angst davor haben, wie du reagieren könntest. Denn vielleicht gehörst du jetzt zu den Leuten, die sagen, ach ja, meine Güte, ist doch nichts Schlimmes, ist heutzutage so. Aber es gibt genauso auch Leute, für die das immer noch eine Hiobsbotschaft ist, für die das echt eine schlimme Sache ist. Und ich hoffe, dass du nicht zu diesen Leuten gehörst. Denn es gibt in Deutschland schätzungsweise 5-15% an Schwulen und Lesben. Es gibt echt sehr viele Menschen, die so leben und die wirklich glücklich damit leben. Es ist wirklich nichts Besonderes mehr. Es ist ganz normal. Wir sind nicht anders. Wir sind ganz normal. Ja. Vielleicht machst du dir jetzt Sorgen, wenn es um dein Kind geht. Oh mein Gott. Und ja, für mich ist das vielleicht nicht schlimm, aber was sollen die Nachbarn denken? Oder mein Kind wird es schwer haben und diskriminiert werden. Aber da würde ich mir keine Gedanken drum machen, weil es ist wirklich eigentlich nicht mehr so. Ich lebe seit 7 oder 8 Jahren offen lesbisch. Ich habe mich noch nie versteckt. Meine ganze Familie weiß es. In meiner Uni wissen es alle. Auch meine Arbeit wissen es alle. Meine ganzen Arbeitskollegen. Und ich wurde noch kein einziges Mal diskriminiert. Man muss einfach offen mit dieser Sache umgehen und es ist alles okay. Und ich komme auch aus einem kleinen Dorf und da war auch alles in Ordnung. Also muss ich echt, glaube ich, heutzutage keine Gedanken mehr machen. Klar gibt es auch Menschen, die dann tuscheln oder die vielleicht ein paar blöde Kommentare abgeben. Aber da muss man einfach drüber hinwegsehen. Also, sprich doch die Person einfach jetzt an oder ruf sie gleich an oder vielleicht sitzt sie jetzt auch neben dir und sag einfach, hey, es ist okay und nimm sie in den Arm und alles ist gut. Wirklich. Also, macht euch keine Gedanken. Es ist einfach eine ganz normale Sache heutzutage. Und sprecht euch einfach aus. Das war jetzt einfach nur ein erster Schritt, um dir zu sagen, hey, ich bin schwul, lesbisch oder bi. Alles Weitere müsst ihr natürlich alleine klären. Am besten, ihr setzt euch nochmal zusammen und redet einfach darüber, über die Gefühle, die ihr habt und klärt das einfach. Falls du dieses Video mit einem Link bekommen hast, dann kannst du dich auch gerne noch hier auf dem Kanal einfach da unten auf The Nosy Rosie klicken. Da kannst du dich gerne umsehen. Da gibt's, wir sind 4 Lesben, die regelmäßig Videos hochladen über alle möglichen Themen. Da kann man sich auch sehr gut informieren und da kann man auch sehen, okay, wir sind echt total nette Leute. Ich hoffe, alles geht gut und toi, toi, toi.